Heute für euch 6 einfache Pranks zum Nachmachen. Los geht's! Nummer 6. Schneidet die Ecken einer Mülltüte ab und füllt sie mit etwas Chilisauce auf. Steckt nun einen Strohhalm in die Tüte und verschließt alles gut mit Tesafilm. Steckt jetzt den Beutel mit der Chilisauce in einen Becher, steckt den Deckel über den Strohhalm und füllt den Becher mit Cola auf. Auf den ersten Blick sieht euer Opfer jetzt einfach einen Becher mit Cola. Doch wenn man aus dem Strohhalm trinkt, steigt die Chilisauce statt der Cola in den Strohhalm. Juhu, Prank geglückt! Und die Nummer 5. Wenn ihr das nächste Mal in der Schule die Tafel wischen müsst, gebt vorher einfach mal etwas Spülmittel auf den Schwamm. Das Spülmittel bildet nun einen Schutzfilm und die Tafel lässt sich nicht mehr richtig mit Kreide beschreiben. Mal sehen, wie euer Lehrer den Unterricht ohne Tafel durchziehen wird. Nummer 4. Geht auf dem Smartphone oder Tablet eures Freundes oder eurer Freundin in die Einstellungen der Autokorrektur und fügt einen Kurzbefehl hinzu. Zum Beispiel, dass die Autokorrektur immer Ja und Nein vertauscht. Richtig nerviger Prank, aber dafür mega lustig. Und die Top 3. Packt die Geburtstagsgeschenke eurer Freunde beim nächsten Mal in die alten Verpackungen sehr teurer Dinge ein, wie zum Beispiel dem Karton eines iPads. Die Freude beim Auspacken wird erst sehr groß sein und die Enttäuschung über den eigentlichen Inhalt dann vermutlich noch größer. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2. Geht auf dem Computer eures Freundes oder eurer Freundin in die Einstellungen für die Maus und setzt das Häkchen zum Vertauschen der linken und rechten Maustaste. Wenn euer Opfer nun wieder an den PC geht, ist Ausrasten garantiert. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Sucht bei Google nach iMessage Typing GIF, speichert diese Grafik ab und verschickt sie per iMessage an eure Freundinnen und Freunde. In deren Messenger sieht es jetzt so aus, als ob ihr die ganze Zeit schreibt. Mal sehen, wie lange sie auf eure Nachricht warten. Und falls ihr gleich mehrere Leute pranken wollt, kopiert einfach die Grafik in weitere Chats. Ja Leute, wenn euch die Pranks gefallen haben, dann gebt uns doch mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch 2 weitere coole Videos für euch zum Anschauen, klickt einfach drauf. Das war's dann auch schon wieder für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.